Hallo liebe YouTube-Pferdefreunde. Ich habe heute mal so, ich weiß nicht, bin so ein bisschen gerade in Lästerschwester-Laune und da kam mir so gerade wieder so in den Sinn, weil ich es wieder so gesehen habe beim Ausreiten. Da sind mir andere Reiter entgegengekommen und das Thema ist eigentlich, worauf kommt es im Reitsport oder bei der Pferdehaltung eigentlich wirklich noch an? Und ja, das geht also schon los, wenn ich auf Messe gehe oder auch nur in einem Futterhaus, wo eine kleine Reitsportecke ist. Es schillert und glitzert mich an. Strasssteinchen, Trensen, rosafarbene Schabracken mit Schiller und Glitzer. Und ja, jede Menge ja, Tütü, sag ich jetzt mal so, und Ferlefanz. Ja. Nahrungsergänzungs- oder Futterergänzungsmittel ohne Ende, die eigentlich so bei einer gesunden Pferdehaltung kein Mensch braucht. Futtermittel in allen möglichen Bonbonfarben verpackt und richtig schön zuckerig wie Melasse. Das ist ja wie ein Süßwarenladen da. Und eben halt der neueste Schick für Reiter und Pferd oder Reiterin und Pferd. Und ich frage mich dann einfach, worum geht das da eigentlich noch? Ist es eigentlich wichtig, oder was ist eigentlich wichtiger, dass die Bandagen zur Schabracke und zu den Socken der Reiterin passen und dass das Pferd glitzert und schillert? Und ja, wo bleibt das Pferd, bleibt irgendwo auf der Strecke, finde ich, weil das sind also auch diese Pferde, die meistens irgendwo in irgendwelchen Ställen stehen oder wenn sie draußen stehen, dann haben sie das ganze Jahr über Deckchen auf, damit sie ja nicht dreckig werden und sie werden mit Glanzspray besprüht. Ich meine, meine Pferde, ich verwende auch mal Glanzspray, aber nur für Mähne und Schweif, vielleicht maximal einmal die Woche, um die Kennbarkeit, finde ich ja schon ganz gut. Aber die stehen also wirklich heute ja schon Sommer wie Winter mit Decken draußen und ich weiß gar nicht, wissen die Leute, was sie ihren Pferden antun? Die haben die immer auf, das juckt und das ist so, wie wenn man ja ein halbes Jahr die gleiche Unterhose tragen würde. Die werden ja fast nie gewaschen und ja, ich weiß auch nicht. Und wie gesagt, die werden halt, ja, damit sie ja nicht dreckig werden, stehen sie halt mit Decke draußen, damit die Reiterin nicht putzen muss und auch nicht oder das Pferd nicht abschwitzen lassen muss im Winter. Und ich meine, ich habe früher ich mache es ja heute auch noch gerne, habe meine Pferde auch immer gerne geputzt und fand es toll, wenn die super aussahen, dass sie zu mir auch manchmal gesagt haben, Mel, du putzt die Speckschicht von dem Pferd runter, was ja völlig, völliger Quatsch ist, das geht natürlich nicht. Aber so wurde mir das damals gesagt und aber wenn ich das heute sehe, ist es ja der absolute Super-GAU. Und wenn ich auch so die Teenager sehe, die dann also mit ihren Smartphones auf dem Pferd sitzen und da dudelt dann die neueste, was weiß ich, wie die Musik heißt, Hip-Hop-Musik oder so. Und ich weiß nicht, bleibt das Pferd, das bleibt doch total auf der Strecke. Wo sind die Bedürfnisse des Pferdes? Fühlt es sich damit überhaupt noch wohl? Ich meine, es merkt natürlich nicht, ob es eine rosa Satteldecke trägt oder eine braune oder Strasssteinchen an der Trense, aber es muss der neueste Schick rein. Egal, ob das Pferd überhaupt Bandagen braucht oder nicht, sie müssen dran, damit sie ja zu den Kniestrümpfen der Reiterin passen. Und ja, ich weiß nicht, das Pferd ist ein Lebewesen, was frei aus der Natur kommt, in Herden lebt und sich wälzen mag und sich bewegen mag. Also sie stehen ja zum Teil auch nur rum, die Pferde, weil sie sich gar nicht bewegen mögen in ihren ganzen Decken und so. Oder wenn sie überhaupt das Glück haben, rauszukommen. Weil, also ich weiß es nicht. Also was denkt ihr darüber? Mir geht das also so ein bisschen ab. Ich mag schon gar nicht mehr in so einen Laden gehen oder auf Messe gehen, weil dieses Überangebot, das erschlägt einen. Und ich denke auch, wer kauft diesen ganzen Mist? Aber die Leute schleppen ab und es ist so wie ja, Kick oder so. Die Sachen sind erschwinglich und austauschbar. Aber wie gesagt, bleibt das Tier, das natürliche Lebewesen, Tier, bleibt doch da eigentlich auf der Strecke. Worum geht es eigentlich noch? Na, wie gesagt, das sind so meine Gedanken und sicherlich werde ich das auch nochmal weiterspinnen. Aber ja, schreibt mal was, gerne. Ja, dann ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, von euch zu hören. Macht's gut erstmal. Tschüss und bleibt natürlich vegan.